Maybe. Brauchst du 10 Kartoffeln? Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City. Ja, es ist glaube ich ein Monat und ungefähr, sorry, ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal hier auf dem Server aufgenommen habe. Ihr erinnert euch vielleicht, das war zuletzt eben das Problem, dass der Server rumgesponnen hat, dass wir alle nicht mehr drauf kommen konnten. Dann musste ich einen alten Stand laden. Hier ist ja alles wieder weg. Unten habe ich ja ganz schnell auf die Schnelle mit dem Hammer mal ein bisschen was freigeschaufelt. Aber hier ist überall noch gar nichts gebaut. Das heißt, das fehlt noch alles. Das will ich heute mal ein bisschen angehen. Dass wir hier ja, wieder ein bisschen die Technik einbauen können. Das hatte ich ja das letzte Mal eigentlich. Da war ich ja schon ziemlich weit. Für meine Verhältnisse, muss ich sagen. Das ist sehr ärgerlich, dass das jetzt eben weg ist. Muss ich nicht. Naja, okay. Aber es gibt uns auch die Möglichkeit, hier vielleicht nochmal besser zu bauen. Also einfach aus den Fehlern oder aus den Punkten, die ich zuletzt hatte. Da einfach noch draus zu lernen. Man muss es ja positiv sehen, oder? Was denkt ihr? Also ich bin schon der Meinung, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man das einfach gut sieht, anstatt dass ich jetzt schon wieder ja, negativ denke irgendwie. Warte mal, habe ich irgendwo? Hier habe ich Silk Touch drauf. Ich brauche ein paar Clean Stone. Damit ich da wieder das Loch in der Wand zumachen kann. So. Sehr schön. Ich muss natürlich auch gucken, wie ich hier dann weiterbaue. Ich habe natürlich vor, den Raum auch wieder so als Maschinenraum zu nutzen. Aber wie genau, habe ich mir jetzt noch nicht überlegt, ehrlich gesagt. Das werde ich nach und nach einfach entscheiden. Ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder hier bin, mal wieder ein bisschen zocken kann und auch möchte vor allem. Weil es ist ja nicht immer nur eine Frage von, oh, hast du Zeit, sondern hast du auch Lust. Und das muss ich sagen, ist gerade wieder ein bisschen besser. Weil ich glaube, ich mache hier bis hierhin. Den Raum. Die Ecken können wir schon ausfüllen, das ist ja wurscht. So. Ist natürlich ein Raum, der jetzt nicht so dolle ist hier. Ach, sag mal, Boden hat man. Laboratory Blöcke, soweit ich weiß. Andesit. Nei, Andesit braucht man. Können wir gerade mal gucken, ob wir von denen welche hier. Laboratory, nein, haben wir keine. Werden wir dann gleich noch welche holen. Ich weiß, wo noch welche liegen. Ich war nämlich gestern noch hier auf dem Server. Und ja. Hab zusammen mit einem neuen Spieler hier mal noch was getüftelt, beziehungsweise für ihn schon mit ihm zusammen schon ein bisschen was gemacht. Unter anderem hat er Werkzeug gekriegt. Na, verdammt.
Das war falsch. Toll. Jetzt habe ich keine. Immer dasselbe. Bist du viel zu schnell mit den Werkzeugen. So. Dann kommt da noch einer hin. Und dann machen wir ein Kabel hin. Hab mit ihm Werkzeuge gemacht und so noch ein bisschen was. Einfach damit er auch schon mal die Basics hat. Er hat sich auch hier in der Gegend angesiedelt. Und zwar, da unten sieht man schon ein bisschen den Grundriss von seinem zukünftigen Heim. Ich wollte jetzt was machen. Laboratory-Blöcke sind nicht hier, sondern da. Gut, wir gehen jetzt Laboratory-Blöcke holen. Aber ich sollte mal die Bahn zum Bahnhof fertig bauen. Die soll ja hier starten. Ah, das sollte ich unbedingt mal machen. Worauf ich auf jeden Fall auch Bock habe, ist auf einen Livestream am Sonntag. Den will ich auf jeden Fall machen. Genau. Also auf den habe ich Bock. Zeit sollte ich auch haben. Sollte eigentlich alles passen. So, hier sind, glaube ich, noch Laboratory-Blöcke. Laboratory. Ach, immer das Englische. Hier, Laboratory-Blöcke. Her damit. Da haben wir noch welche. Wir nehmen einfach alles mit. Das sind jetzt keine mehr, oder? Weil sonst haben wir hier immer die Kisten stehen, die voll sind. Ah, ich kann ja auch fliegen, ne? Bin extra gelaufen. Wir haben hier immer die Kisten stehen mit tausend verschiedenen Dingern drin. Die sollen ja auch irgendwann weg. Und ich denke mir einfach, wenn ich schon hier am Bauen bin und da Materialien sind, die ich brauchen kann, dann sollte ich die vielleicht auch einfach nehmen. So. So. Warum geht es nicht? Hallo? Warum kann ich da jetzt? Ah, wahrscheinlich wegen dem hier. Genau. Das ist aber der falsche Block. Den will ich nicht. Schüssel, Schüssel, Schüssel. So, die hier waren es, glaube ich. Oder? Die nehmen wir. So, die Türen machen wir hier wieder hin. Halt oben muss ich die ansetzen. So. Dann schüsseln wir mal den ganzen. Das ganze Zeug hier. Und dann legen wir das aus. Und im Nachhinein wird man dann wahrscheinlich noch ein paar Leuchtblöcke reinsetzen. Weil die habe ich jetzt eben nicht da. Nein! Der neue Spieler. Tja, soll ich euch spoilern, wer es ist? Ich weiß es gar nicht. Ich denke, ihr werdet ihn wahrscheinlich demnächst selber sehen. Weil er wird sich's wahrscheinlich nicht nehmen lassen, dann auch mit in die Aufnahme zu kommen. Und das ist ja auch gut so. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar Laboratory-Blöcke und die macht man, glaube ich, wenn ich es noch recht weiß, mit Stone. Ach ja! Irgendwie ist es immer ein bisschen doof. Stone. Und Quartz. Dumm. Können wir ruhig ein bisschen mehr machen, das passt schon. Schüssel. So. Weil wenn wir unten jetzt den Raum wieder soweit fertig haben, dann können wir da auch wieder anfangen, ein, zwei Maschinchen reinzustellen. Zum Beispiel die Painting-Maschine wäre hier auf jeden Fall wichtig. Damit man eben
die Blöcke machen können hier. Warum ist hier... Ist da auch einer? Ja, stimmt, hier gibt's ja... hier gibt's ja die neuen Mobs. Auf der 1.8. Ach. Aber jetzt habe ich da so einen doofen Erdblock, der fehlt. Muss man da wieder einen abbauen und da reinsetzen. So, jetzt ist wieder gut. So, dann brauchen wir Diorit noch. Machen wir auch gleich. Also wir gucken, dass wir jetzt ganz flott hier... Ah, das nervt mich, dass er nie hier reinspringt. Zack, zack. Also ich denke, ihr werdet spätestens am Sonntag im Livestream werdet ihr wahrscheinlich sehen, wer der neue Spieler ist. Und sonst, lasst euch überraschen. Also seid nicht immer so neugierig, ja? Geht ja mal gar nicht. Ich finde es voll ätzend. Könnt ihr nicht einfach hier mich jetzt nerven. So... So, gut. Also hier hatten wir ja eigentlich geplant, dass hier die Inscriber hinkommen. Beziehungsweise war das ja eigentlich schon so. Dann kommt hier noch ein ME-Terminal hin und Zeug. Ich glaube, das werde ich wirklich auch wieder so machen. Weil das war eine gute Idee. Natürlich ist das hier alles ein bisschen verwinkelt, aber das ist mir eigentlich egal, weil es muss ja auch nicht. Aha. Es muss ja auch nicht immer alles so schnurgerade sein. Es darf ruhig auch mal ein bisschen. Oldschool verwinkelt sein. So, gleich haben wir die Wände hier fertig. Gut. Dann machen wir da auch gleich noch. Was ich auch noch wieder machen muss, ist die ganze Automatisierung hier mit den ich muss es machen und ich werde auch nicht drum rumkommen, Leute, ist halt einfach so. Diorit brauchen wir noch 3 Stück, Andesit. Na, ich komme da auch nicht drum rum, weil zum einen will ich selber so haben. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ganze ging mit dem Diorit, mit den Inscribern. Muss ich wieder gucken, muss mich informieren oder vielleicht darauf hoffen, dass Mavia mir das sogar selber baut. Das wäre doch die Idee. Ich bezahle ihm 10 Kartoffeln und dann soll er mir das bauen. Mavia! Brauchst du 10 Kartoffeln? ich werde ihn fragen, ob er das mehr für mich machen kann. Das wäre sehr praktisch, dann muss ich das nämlich nicht machen. Und ich brauche da immer so lange. Ich mache ihm dafür dann die Dinge, die er braucht, die kann er dann von mir haben. Warte mal, ich wollte das hier, ein Blitzrod, habe ich gestern noch bekommen. So, habe ich da unten eigentlich auch schon ausgeholt? Oh ja, angefangen. Na, richtig weit bin ich hier nicht, aber angefangen habe ich schon mal. Komm mal schnell wieder zu, damit das Loch hier keiner sieht. Warte mal, lass mal gucken, was wir hier noch drin haben. Nicht. Zumindest nichts Praktisches.
Ja, so ist das. Jo, aber das soll es jetzt auch erstmal wieder gewesen sein. Ihr seht, ich komme so langsam wieder ein bisschen zu Minecraft. Es ist auch schön, jetzt mal wieder ein bisschen zu zocken. Wie gesagt, neuer Spieler da unten. Der hat gestern Abend, haben wir zusammen angefangen, das seine Fläche auszuebnen und da Zeug zu pflanzen und bauen und machen. Das ist schon mal ganz toll. Ich will noch kurz was gucken in der alten Stadt. Hat Mavia da auch Saplings? Oh, und hier hat er wieder was verpeilt. Nein, Saplings gibt es hier nicht. Oder oben? Ne, gibt's nicht. Gibt es nicht. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weil in der neuen Stadt müssen wir auch noch ein paar Bäume pflanzen. Ja. Und so weiter und so fort. Bahnhof. Ja. War ja Alex Max damals. Der da so viel gebaut hat. Vielleicht kann man den auch mal wieder aktivieren. Ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Kontakt aufnehmen kann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es das von der heutigen Folge Minecraft City. Am Sonntag gibt es auf jeden Fall einen Livestream. Bis dahin kann es sein, dass es am Freitag vielleicht noch eine Folge gibt. Ja, lasst euch überraschen. Bis dahin. Ciao, Minecraft.